Jo, hi. Hi. Lang nicht gesehen. Das letzte Mal auf der Couch. Weil, ich weiß gar nicht, ob ich verraten darf, wo wir waren. In Frankfurt, auf der Couch. In Frankfurt, auf der Couch. Das kann schon mal passieren. Ja, was? Ich war dezent betrunken. Nein, aber du musst ja gar nichts trinken, um lustig zu sein. Genau. Das haben wir gemerkt, als wir uns zusammen geschminkt haben. Das war voll romantisch. Wir haben uns geschminkt vom Spiegel fürs Interview. Und wir haben ungefähr so gemacht. Sollen wir es nochmal machen? Ja, also so ist das ungefähr bei uns. Aber ich freue mich, dich wiederzusehen. Also jetzt vor der Kamera, ich habe ja schon zwischendurch immer geherzt. Aber ich wollte dich fragen, was es jetzt irgendwie getan hat. Weil du hast gerade mit Tätowieren angefangen. Nee, überhaupt noch gar nicht. Du hast nur in Anführungszeichen gemalt, oder? Ja. Hast du schon angefangen? Nee, ich habe nur gemalt. Also ich tätowiere seit September letzten Jahres. Es können jetzt so etwa, oh Gott, 10, 11 Monate. Ah ja, wir haben Anfang August. Vor 11 Monaten habe ich angefangen. Und du liebst es. Ich liebe es. Yes. Sehr gut. Aber vor der Kamera stehst du nicht mehr so oft, ne? Kaum. Nur bei Projekten, die mich wirklich ansprechen und ich denke, okay, ich kann irgendwas davon haben, aber generell weniger gerne. Du hast ja damals, korrigiere mich da gerne, wenn das falsch ist, aber du hast ja damals auch gesagt, dass du das mit den Fotos auch ein bisschen machst, um auf dich aufmerksam zu machen und dann eigentlich auf die Tätowierszene dich konzentrieren willst. Genau. Ja. Und das hat ja auch gut geklappt, ne? Du hast ja jetzt angefangen, und aber du machst schon ein eigenes Studio auf, vor 11 Monaten erst angefangen. Ja. Ausbildung quasi. Nein. Also ich habe, ist bei mir ein bisschen komisch und es sollte sich vielleicht nicht jeder ein Beispiel nehmen, aber... Okay. Ich habe die Lehrlingszeit praktisch übersprungen, weil ich ein Mensch bin, ich tue mich schwer mit Autoritätspersonen. Und ich mag das nicht, wenn jemand über mir steht, der sagt, so und so musst du das machen. Deswegen habe ich auch insgesamt 4-mal Studio gewechselt. Und die letzte Möglichkeit ist jetzt, ein eigenes Studio aufzumachen. Und das ist, glaube ich, auch die beste Variante. Mit einer Kollegin von mir, und wir respektieren uns. Und ja, das ist perfekt. Aber bist du da auch ganz, ganz froh, dass du das, weil ich finde, im Tätowierbereich, dadurch, dass es sehr künstlerisch angehaucht ist, kann man das auch gut machen. Also ich glaube, in einem anderen Handwerk, wenn du jetzt noch kein fertiger Tischler wärst, einfach eine eigene Schreinerei aufmachen, würde nicht gehen. Also im Normalfall, also man braucht eine Übungszeit. Also logisch, eigentlich ist es komplett eine Übungszeit, vom ersten Jahr bis zum letzten Jahr, wo du aufhörst zu tätowieren. Ich denke, dass eine helfende Hand schon brauchbar ist. Ich denke auch, hätte ich eine gehabt, wäre ich wahrscheinlich in vielen Situationen besser davon gekommen. Also ich habe natürlich meine Leichen im Keller, weil ich eben so ein Kopf-durch-die-Wand-Mensch bin. Aber irgendwie habe ich mein ganzes Leben lang so gehandelt, dass ich immer, wenn mein Bauchgefühl mir gesagt hat, du musst jetzt auf dich hören, habe ich alles abgebrochen oder ich bin einfach davon gerannt. Und bis jetzt hatte ich Glück und das ist eigentlich immer gut gelaufen. Ja, das hast du, glaube ich, damals auch erzählt, dass du eigentlich sehr oft gewechselt hast, was du machen wolltest und auch dann immer wirklich ohne Rücksicht auf Verluste, ich höre jetzt damit auf, ich habe keinen Bock und das ist nicht meins. Ne? Und beim Tätowieren bist du aber jetzt so angekommen ein bisschen oder willst du dich da immer noch nicht festlegen? Nein, ich bin definitiv angekommen. Ah, sehr gut. Schön. Also ich wusste das ja sowieso, dass es darauf hinausläuft, dass ich tätowieren möchte. Nur wo und mit wem und was für eine Konstellation, das war mir noch nicht klar. Aber jetzt wird es definitiv die beste Lösung sein. Sehr gut. Ist es denn so, wie du es dir vorgestellt hast? Du hast ja immer schon gemalt eigentlich. Hast du durch das Tätowieren an sich dann noch irgendwie neue Kniffe, vielleicht neue Stile, neue Ornamente, was auch immer entdeckt? Viel, viel mehr. Also ich denke, ich habe mich in meinem Leben künstlerisch noch nie so krass entwickelt wie jetzt, weil du musst durch das Motiv, du musst natürlich auf die Körperstelle achten, dass das Motiv mit dem Körper zusammenläuft. Es gibt so viele, so talentierte Tätowierer, von denen ich einfach so viel lernen kann. Und dann, du lernst eine ganz, ganz neue Richtung kennen. Beim Tätowieren musst du natürlich achten, dass alles perfekt sitzt. In einem Ölbild kannst du den Hintergrund eigentlich hinschludern oder generell in einem Kunststück, das du aufhängst, ist es eigentlich nicht so wichtig, dass alles präzise ist. Bei einer Tätowierung ist es was anderes. Du musst einfach, also in die Richtung, im Neo-Traditional, in dem ich mich gerade auseinandersetze, da ist es einfach wichtig, dass alles penibel ausgearbeitet wird. Und das hat mir sehr weitergeholfen, generell. Ja. Also du malst ja auch immer noch Bilder, oder? Nebenbei. Was heißt nebenbei?
Immer. Ja. Das wird niemals aufhören, weil das eigentlich immer noch das Schönste ist in meinem Leben. Haben die sich denn, also wie ist es denn, wenn du dich jetzt hinsetzt und du hast eine Idee und du malst ein Bild, entscheidest du immer direkt am Anfang, ob das eine Tattoo-Vorlage wird oder ob das, wie du sagst, Ölgemälde oder was auch immer ein Bild wird zum Aufhängen oder ist es immer fließende Grenzen? Kann ich kaum beantworten, weil ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich mache mir auch wegen nichts irgendwie Gedanken. Ich fange das Bild an und natürlich durch dieses ganze Tätowieren hat sich mein Stil generell geändert und es ist alles ein bisschen tattoo-tauglicher. Ja. Ne, das heißt, jedes Bild, das ich fertigstelle, könnte ich für einen Stencil weiter gebrauchen. Natürlich müsste ich dann Kleinigkeiten verbessern oder abändern, aber ja, also eigentlich ist es für alles brauchbar. Was war denn jetzt das größte oder krasseste Projekt, was du in letzter Zeit oder überhaupt in der Zeit jetzt tätowiert hast? Es ist noch nicht fertig, aber ich würde sagen, der Rücken von der Ina, das ist eine ganz, ganz tolle Freundin von mir. Sie hat mir nur irgendwie gesagt, sie möchte eine Frau, die irgendwie Geborgenheit aus, also die, weil sie ist Altenpflegerin und sie möchte, dass man sieht, dass es eine Frau ist, die sich sorgt um andere. Und sie wusste eigentlich gar nicht richtig, was ich tätowieren werde. Sie hat sich einfach hingelegt, ich habe angefangen und sie hat mir einfach blind vertraut. Das war echt, also ist bis jetzt immer noch so, wir wissen gar nicht, wie es aussehen wird, wenn es fertig ist. Sie setzt sich hin, ich mache irgendwas und am Ende kommt halt irgendwas Spontanes dabei raus. Und das war natürlich für mich, oder ist für mich ein Herzensprojekt. Hast du da wenigstens für den Rahmen irgendwie einen Stencil genommen oder hast du einfach alles direkt so gemacht? Also alles freihand tätowiert? Ein Stencil hatte ich für das Frauengesicht und dem Kind. Sie hat ein Kind an der Brust, das sich an ihrer Brust anlehnt. Dafür hatte ich ein Stencil und den Rest habe ich freihand mit. Also ich habe mit Sharpies das draufgemalt auf dem Rücken und dann nachgezogen. Und dann nach und nach. Genau. Ja. Sehr cool. Und wie ist das? Kommen jetzt auch viele zu dir, die du vorher schon kanntest oder hast du dadurch auch nochmal viel, viel mehr Leute kennengelernt? Also ich kann mir vorstellen, also korrigiere mich da, wenn ich falsch liege, dass dein Stil auch eher für Leute ist, die schon etwas tätowiert sind, oder? Also weil du auch viel auch mit Blackwork machst und so weiter, hast du auch schon Erstlingswerke, also auf Leuten gemacht? Ja, also ich habe ja ganz am Anfang nur Blackwork gemacht, weil ich hatte mein erstes Tattoo, Linientattoo, total verkackt und dachte ich so, oh nein, ich werde nie wieder Linien stechen. Ach Gott. War total frustriert und habe gedacht, jetzt mache ich nur noch Blackwork, so, weil, ja, keine Ahnung, keine Linien. Und dann hat irgendwann mal auch eine ganz besondere Person zu mir gesagt, nein, du musst unbedingt deine Frauen tätowieren, weil du zeichnest ja nur diese Frauen. Und dann habe ich angefangen, eben mich damit auseinanderzusetzen. Und die Frauen, die ich zeichne, die sind eigentlich schon sehr weiblich und filigran. Und dadurch habe ich auch... Aber ich finde, die wirken auch eher so in groß. Ja, ne? Also das deswegen, schon. Das war so ein bisschen... Ich habe jetzt demnächst eine ganz junge Kundin, das ist ihr erstes Tattoo und sie möchte eine Lady über den ganzen Arm. Ach cool. Also ich habe schon mehrere Erst-Tattoos gestochen. Genau, aber so ganz große Projekte mit viel Schwarz, natürlich passt sich... Es ist einfacher, dass die komplett zugehackt kommen. Ja. Wie kommt es denn, dass du meistens so Mädels machst, also so Frauen? Hast du da eine Antwort oder ist es einfach, weil es so leicht von der Hand geht und weil es dich bewegt? Oder? Also natürlich ist es, bin ich da für mich auf der sicheren Seite, weil ich mich mein ganzes Leben lang damit auseinandersetze. Andererseits kann ich sehr viel reininterpretieren. Also ich erschaffe ja praktisch eine komplett neue Person, dadurch, dass ich so eine Lady zeichne. Und einer Frau kannst du einfach mehr Kopfschmuck, mehr Ohrringe, die kannst du schminken. Und du kannst einfach ein Gesamtbild erschaffen. Du kannst fast jedes Thema, finde ich, fast jeden Wunsch in der Verkörperung einer Frau interpretieren. Ja, ja. Verstanden. Genau, also hat mehrere Faktoren. Okay, von Frauen mal zum Thema Männer, wenn ich darf. Du bist ja auch jetzt glücklich vergeben. Ja. Also, Pech gehabt. Ja. Wie kam das denn? Habt ihr euch die Arbeit kennengelernt? Wir haben uns letztes Jahr auf der Offenburger Convention kennengelernt. Davor hatten wir mal geschrieben, aber es war für mich noch nie so, dass ich dachte, so, ich habe ihn noch nie so richtig angepeilt. Ne? Wir wollten uns zwar schon mal treffen, es hat dann doch nicht funktioniert. Und dann habe ich ihn dort gesehen und sofort. Also ich habe das ganze Wochenende, glaube ich, bin ich jeden auf den Sack gegangen, weil ich ihn halt so toll fand. Und eine Woche später waren wir schon zusammen. Ach. Ja. Wohnt ihr jetzt da? Wir wohnen jetzt zusammen in Feldkirch. Ja. Läuft bei dir. Und das Studio wird auch in Feldkirch sein? Das wird in Feldkirch Rankweil sein. Das ist neben Feldkirch.
Er bleibt allerdings im Faktor 7. Da habe ich auch gearbeitet, weil also ihm gefällt das dort einfach sehr gut. Er ist dort auch auf seiner sicheren Seite. Ob er später irgendwann mal zu uns hinzustößt, das werden wir sehen. Das lassen wir uns offen. Cool. Ja, dann wünsche ich dir erstmal viel Spaß und viel Erfolg. Und vielleicht komme ich mal demnächst auch mal vorbei und lass mir was machen. Ja, da freue ich mich. Dankeschön.